Ich bin Eva und ich war 12 Monate in Maseru in Lesotho. Ich habe bei der UNESCO-Nationalkommission in Lesotho gearbeitet und da die Kollegen mit allen ihren Programmen unterstützt und Projektanträge geschrieben, mich um die Webseite gekümmert, Veranstaltungen mit organisiert und so ein bisschen alles gemacht, was die da auch gemacht haben. Die Idee von einem Biosphärenreservat ist, dass Mensch und Natur harmonisch zusammenleben können in diesem Biosphärenreservat und wie zum Beispiel die Ressourcen in dem Biosphärenreservat nachhaltig genutzt werden können und wie die Menschen nachhaltig mit der Natur zusammenleben können. Ich bin super froh, dass ich nach Lesotho gegangen bin, weil ich sehr viel erfahren habe, was ich sonst nie erfahren hätte, weil ich sehr viel gesehen habe, was ich sonst nie gesehen hätte. Und dadurch, dass ich in Lesotho eben nicht als Touristin war, sondern da gelebt habe und gearbeitet habe und Freunde in Lesotho gefunden habe, würde ich sagen, dass ich das Land nochmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen konnte. Also ich habe unglaublich viel gelernt. Unter anderem, dass man nicht so schnell aufgeben soll, wenn irgendwas mal nicht so klappt. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist dieses Arbeiten in einem internationalen Team, weil ich halt mit Leuten aus Lesotho zusammengearbeitet habe und nicht mit Leuten aus Deutschland. Und das dann schon eine sehr interessante Erfahrung war auf jeden Fall. Ich habe inhaltlich unglaublich viel über die UNESCO gelernt und über Biosphärenreservate. Mir hat das Jahr sehr, sehr gut gefallen. Ich habe unglaublich viel mitgenommen aus dem Jahr. Und ich würde anderen raten, dass sie, wenn sie ein Auslandsjahr machen, alles machen, irgendwie alles versuchen zu machen, was geht und irgendwie versuchen, die Sprache kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, Sachen über das Land kennenzulernen und so viel wie möglich aus dem Jahr mitzunehmen.